Heute zeigen Alexander Straub und ich euch 5 Experimente zu optischen Täuschungen. Ich und Alex zeigen euch gleich 5 optische Täuschungen. Schreibt es mir in die Kommentare, welche ihr davon am besten fandet. Was glaubt ihr? Wie voll sind beide Gläser gerade so prozentual gesehen? Passt der Inhalt des blauen Glases ins gelbe? Die Antwort dürfte eigentlich schon klar sein, da ich schon so frage und das hier ein optische Täuschungen-Video ist. Aber tun wir mal so, als wäre das nicht der Fall. Außerdem, würdet ihr ein Ja für realistisch halten? Die Antwort ist ja, auch wenn es nicht danach aussieht. Durch die Kegelform erscheint das Glas wesentlich voller, als es eigentlich ist. Das ist ziemlich cool, oder? Und ja, bevor die Frage fällt, ich habe euch die Gläser in der Beschreibung verlinkt. Das natürlich via Raffling, damit ihr mit dem nächsten Einkauf auf der Seite meinen Kanal unterstützt, ohne selber auch nur einen Cent mehr zu zahlen. Ich habe eigentlich keine Probleme, über dieses Thema offen zu sprechen. Immerhin sollt ihr ja wissen, dass ihr meinen Kanal unterstützt. Aber was hat Alex eigentlich für uns? Hey, was geht ab, liebe Techie-Community? Mein Name ist Alexander Straub und normalerweise sieht mein Leben so aus. Aber heute zeige ich euch ein paar optische Illusionen, also viel Spaß dabei. Hier seht ihr zum Beispiel eine ganz normale weiße Gesichtsmaske, so eine, die man bemalen kann. Und wie ihr seht, ist gar nichts Ungewöhnliches an dieser Maske, außer, dass ihr sie die ganze Zeit von der Rückseite gesehen habt, beziehungsweise von der Innenseite und das hier die Vorderseite ist. Aber das hier und das hier von Weitem und von einem gewissen Winkel genau gleich aussieht. Wow! Welche Seite des Balkens ist jetzt heller und welche dunkler? Wenn wir den Hintergrund entfernen, sehen wir, dass der Balken einfarbig ist. Das ist schwer zu glauben, aber der scheinbare Farbunterschied kommt von dem Kontrast zum Farbverlauf im Hintergrund. Und auf diese Weise werdet ihr von eurem Hirn ausgetrickst. Das hier sind anamorphe Bilder. Und zwar sind das Bilder, die einfach perspektivisch in die Länge gezogen werden. Und wenn man die aus einem gewissen Winkel betrachtet, sieht es einfach aus, als ob ein Gegenstand auf einem Blatt Papier steht. Wenn hier noch so ein Schatten dabei ist und man es richtig beleuchtet, dann sieht es fantastisch aus und es ist eine perfekte Illusion, wie ihr gerade gesehen habt. Bevor wir zum letzten Versuch kommen, Zauberei und Experimente lassen sich so schön verbinden. Der Unterschied liegt in der Erklärung des Tricks. Was haltet ihr von solchen Experimenten? Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Nehmt 2 Gläser und füllt eines davon mit Wasser. Wenn ihr jetzt eine Münze nehmt und das leere Glas auf diese stellt, sieht man die Münze noch. Was für eine tolle Täuschung! Wenn man jetzt allerdings das befüllte Glas auf die Münze stellt, scheint diese zu verschwinden. Wie ist jetzt das passiert? Unterschiedliche Brechung des Lichtes. Wasser bricht nämlich das Licht anders als die Luft. Und wenn man das Ganze jetzt aus dem gleichen Blickwinkel betrachtet, scheint die Münze beim Wasserglas zu verschwinden. Das klappt aber auch schon, wie ihr euch jetzt denken könnt, nur aus dem richtigen Blickwinkel. Zum Glück drehen wir hier ein Video. Für diesen Trick würden sich übrigens auch diverse Marmeladengläser eignen. Aber diese Glasbehälter hatte ich noch aus meinem früheren Ferrofluid2Go Video übrig. Auch zu diesen Behältern habe ich einen Raffling in die Beschreibung gepackt. Auf Alexander Straubs Kanal haben wir jetzt ebenfalls ein Video zu 5 optischen Täuschungen hochgeladen. Klicke es jetzt an und lass Alex ruhig auch ein Abo da.